Moin Leute, die Pfeiler hier, willkommen zum neuen Video von mir. In dem heutigen Video möchte ich euch einfach mal ein kleines Update geben, wie es mir so seit dem WoW-Release ergangen ist, was ich so für Erfahrungen gemacht habe, was ich beobachtet habe und auch, wo wir mittlerweile mit unseren beiden Gilden, mit unserer Community am Start sind, auf welchem Server und was wir da so vorhaben und genau, wie es weitergeht. Ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Release-Woche gewesen. Ich denke auch für die Leute im deutschen Bereich. Ihr werdet das auch mitbekommen haben wahrscheinlich. Ja, es gab sehr viele Probleme, sehr viele Warteschlangen. Ja, Warteschlangen, das neue Unwort von WoW Classic irgendwie. Und es war auf jeden Fall eine Woche, mit der man so nicht erwartet hat, glaube ich. Viele haben sich Urlaub genommen, viele haben sich extra dafür freigenommen und viele wollten einfach nur zocken. Und es ging einfach nicht so in der Art und Weise, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ich denke, da können wir uns drauf einigen. Und wir haben bei uns in der Community, wir sind zwei Gilden, Dusk und Dawn, sehr viele Leute. Und viele von denen, mich eingeschlossen, konnten eben spielen, weil man sich dann einfach um 6 Uhr morgens eingeloggt hat und dann den ersten Tag durchgemacht hat, mehr oder weniger in den ersten Tagen. Und viele aber eben auch nicht. Ja, viele sind berufstätig. Oder was halt beruft, also viele konnten sich vielleicht nicht Urlaub nehmen, viele hatten einfach keinen Bock drauf, sich schon so früh einzuloggen, viele wollten sich einfach abends um 18 Uhr einloggen und entspannt eine Runde spielen und es ging einfach nicht. Auf Lucifron, ja, muss man sagen, natürlich vor allem, wir haben auf dem ersten deutschen PvP-Server, der am Start war, auf Lucifron angefangen. Wir wollten auch nicht auf Venoxus wechseln, was im Nachhinein auch ein Fehler war, der aber auch nicht so schlimm war, weil auf Venoxus eigentlich auch eine relativ lange Warteschlange immer noch ist und auch war. Auf jeden Fall, wir haben damals auch zu viel Gewicht auf diese Namensreservierung gelegt. Haben wir auch schon eingesehen. Ja, das deswegen immer ausgeschlossen zu wechseln auf einen anderen Server. War im Nachhinein im Grunde genommen völliger Schwachsinn. Auf der anderen Seite konnten wir auch nicht damit rechnen, dass die Nachfrage so gigantisch sein wird von den Leuten. Und dass so viele Server noch kommen werden. Von daher, ja, schwierige Situation. Overall möchte ich erstmal sagen, der Hauptschuldige ist, finde ich, auf jeden Fall Blizzard. Ja, obwohl man jetzt auch nicht unbedingt hier irgendjemandem die Schuld dafür in die Schuhe schieben sollte. Aber am Ende des Tages sollte man sich schon auch darüber im Klaren sein. Diese ganze Problematik mit den Servern, mit den Warteschlangen ist einfach dadurch entstanden, dass am Anfang viel zu wenige Server am Start waren. Man hätte auf jeden Fall 4 oder so direkt von Anfang an, finde ich, machen können. Ja, ich bin echt verwundert, dass Blizzard sich da so krass verschätzt hat. Also hätte ich nicht gedacht, am Anfang gar keine deutschen Server, ja. Dann 2 Stück irgendwie und dann irgendwie am Ende, jetzt haben wir 9, glaube ich. Und ja, auf jeden Fall krank. Die Classic-Community ist auf jeden Fall am Start. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute alle aufhören werden. Ich glaube, die werden richtig reinsuchten. Und auch, was wir auf Twitch gesehen haben, möchte ich auch nochmal kurz ansprechen. Auch krank. Ich glaube, wir haben dann einen Zuschauerrekord mit 1,1 Millionen Zuschauern ungefähr auf Twitch gebrochen. Auch richtig geil, dass die Leute da auch am Start sind und das ist natürlich nur eine Zahl, aber auch, ich finde, das supportet das Spiel einfach und zeigt auch es noch weiteren Leuten, dadurch kommen mehr Leute dazu und dadurch ist eventuell auch gewährleistet, dass das Game eben auch längerfristig noch Support von Blizzard bekommt und da auch noch weitere Energie reingesteckt wird. Ja, also es war wirklich eine sehr harte Woche für uns. Wir mussten natürlich mit den Gilden viel regeln, es gab immer mal wieder ja, die Frage, wechseln wir von Lucifron weg oder nicht? Ja, ich hatte auch selber schon Level 35 erreicht, hatte sehr intensiv gespielt am Anfang, 16 Stunden am Tag, komplett reingesuchtet und da werde ich auch gleich noch drauf eingehen, dass ich mich da auch ein bisschen verkalkuliert habe und einfach auch den falschen Weg gegangen bin, auf jeden Fall. Ja, da möchte ich auch gleich noch drauf eingehen. Auf jeden Fall kam dann innerhalb von unserer Community immer mehr die Nachfrage, okay, dass du dann vielleicht doch den Server wechseln, weil einfach viele Leute nicht spielen können. Und nach ja, so ein bisschen hin und her und dem verschiedenen Meinungsaustausch immer wieder und dann auch nach einer wirklich sehr, sehr schweren Entscheidung haben wir uns dann wirklich dafür entschieden, von Lucifron nochmal zu wechseln und dann sind wir auf Patchwork gegangen. Warum Patchwork? Wir fanden den Namen einfach cool und wir sind auch der Meinung, dass das die richtige Entscheidung war im Nachhinein und dass auch einfach so ein cooler Name auch langfristig dann immer noch eine gute Bevölkerung auf so einem Server gewährleistet. Zudem wollten wir auch nicht auf den Server gehen, der am allerfrischesten war. Ich glaube, das war Transcendence zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile sind ja noch weitere gekommen. Und wir wollten einfach so ein Mittelding wählen, also einen Server, der gut bevölkert ist, aber halt eben nicht so mega krass wie Lucifron. Und ich glaube, da sind wir mit Patchwork auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Also unsere Community findet ihr auf Patchwork mittlerweile.
deutscher PvP-Server und im Nachhinein wirklich die absolut richtige Entscheidung, finde ich. Ich glaube, Lucifront wird noch sehr, sehr lange Probleme haben mit der Warteschlange. Und selbst wenn die Warteschlange an ein, zwei Wochen immer weg ist, dann kommen die Probleme mit dem mit der zweiten Phase wieder, wenn das Layering abgeschaltet wird. Und dann sind, glaube ich, immer noch zu viele Spieler auf dem Server einfach. Ich kann wirklich verstehen, wenn man da dann Freunde findet, neue Leute kennenlernt und so weiter und sich da so ein Netzwerk aufbaut, auf dem Server bleiben möchte. Hatten wir auch schon gemerkt. Ja, wir haben auch in den paar Tagen, in denen wir auf Lucifront waren, haben wir auch neue Leute kennengelernt und hier und da und andere Streamer waren da und so weiter. Das war einfach eine coole Erfahrung auch und es war wirklich sehr, sehr schwer zu gehen. Aber im Nachhinein denke ich einfach, desto früher man geht, desto früher hat man dann auch eine Chance, sich das alles auf einem anderen Server nochmal aufzubauen. Denn ich denke am Ende des Tages, Leute, wir werden dieses Spiel jahrelang spielen, also ich auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, scheiß auf die 3-4 Tage, ja. Das ist einfach dann unsere Einstellung gewesen irgendwie. Und ich bin wirklich froh mittlerweile, dass wir uns für Patchwork entschieden haben. Jetzt möchte ich nochmal meine persönliche Situation ansprechen. Ich habe am Anfang sehr fett reingesuchtet, habe auch auf YouTube ein Video hochgeladen, eine Woche 60 und so weiter, wurde dafür auch ein bisschen geflamed, kann ich auch verstehen, ja. Wobei es auch immer noch ein Unterschied ist, finde ich. Also viele Leute haben, glaube ich, auch ähnlich wie ich gedacht, haben aber natürlich kein YouTube-Video drüber gemacht. Und ja, wenn man natürlich über sowas in der Öffentlichkeit spricht, bekommt man eben auch den Flame ab. Aber wenn ich hier gucke, viele suchen hier Looking for Group, Raid, Grinding, also alle wollen schnell hochleveln. Trotzdem kann ich aber auch eure Kritik verstehen und ich habe auch selber gemerkt, dass es irgendwie auch, also es hat mir schon auf einer Seite Bock gemacht, mit den Leuten also fett zu grinden einfach. Einfach weil man jahrelang auf das Spiel gewartet hat, Scheiße gelabert hat im Discord und so weiter. Und es hat einfach Bock gemacht, Leute, ja. Also das hat auch nichts damit zu tun, dass man das deswegen nicht genossen hat oder so, was einige geschrieben haben. Das kann man ja trotzdem, ja. Ich meine, das Entscheidende ist ja auch mit den Leuten dann zu kommunizieren und so weiter. Und es hat mega Bock gemacht. Und ich vermisse auch meine Levelgruppe so ein bisschen. Wir sind ja jetzt auf Patchwork gewechselt und die sind dann leider, also die Leute, mit denen ich hochgelevelt hatte, sind dann leider auf Horde-Seite rübergegangen, auf Patchwork hier, die quasi vorher auf Ali-Seite waren, auf Lucifront. Und das war eine coole Zeit, das waren coole Tage. Aber im Nachhinein muss ich trotzdem sagen, habe ich so ein bisschen auch, das sehe ich auch ein, mit diesem Video in einer Woche auf 60 und so weiter, schon vielleicht, selbst wenn ich das vielleicht so ein bisschen vorhatte für mich privat, auch einfach falsche Signale ausgesendet. Ja, so ein Video hätte man vielleicht einfach anders nennen sollen oder nicht machen sollen oder anders machen sollen, wie auch immer. Man hätte vielleicht einfach das einfach, ich habe auch einfach so ein bisschen polarisiert mit dem Titel. Ja, ich wollte einfach sagen, ey, ich will eine Woche so live gehen, das war einfach das Ding. Ich wollte eine Woche jeden Tag live gehen und übertragen und den Hype mit euch gemeinsam erleben. Das war einfach so auch die Message von dem Video. Und ist, glaube ich, auch ein bisschen falsch angekommen einfach. Aber ich werde das Video nicht löschen. Ich werde es trotzdem oben lassen, denn das ist eigentlich so meine Prämisse. Alles, was ich hochlade, da stehe ich auch zu. Und in dem Moment, wie gesagt, war ich, glaube ich, einfach mega gehypt und habe mich einfach nur mega aufs Spiel gefreut. Und im Nachhinein war es, glaube ich, einfach eine falsche Kommunikation, die da stattgefunden hat. Aber trotzdem habe ich mittlerweile auch so ein bisschen eingesehen, dass ich vielleicht ein bisschen übertrieben habe, auch vom eigenen Anspruch her. Habe auch meine Level-Geschwindigkeit ein bisschen runtergefahren und mich auch mehr aufs Solo-Questing konzentriert und auch darauf, dass man das Spiel wirklich ein bisschen mehr genießt einfach. Und trotzdem möchte ich auch nochmal anmerken an der Stelle, das ist mein letzter Punkt von dem Video dann auch, dass es schon auch Faktoren gibt, die dafür sprechen, eben ein bisschen zügiger hochzuleveln, wenn man eben Twitch-Streamer ist oder YouTuber oder wie auch immer. Denn ja, sei es, um ein bisschen das Stream-Sniping zu umgehen, ja, ist vielleicht nur ein kleiner Punkt, aber schon ein Punkt, oder auch einfach, weil man den Leuten, ja, seiner Community, wie auch immer, weiß nicht, auch coolen Content bieten möchte. Und klar, also cooler Content kann auch sein, wenn man auch so drauf ist, dass man auch mit seiner Persönlichkeit ein bisschen streamt und nicht nur mit den Inhalten. Was, glaube ich, auch bei vielen der Fall ist, so ich schaue mir nur Streamer an, die auch irgendwie was von ihrer Persönlichkeit preisgeben. Dann ist es natürlich einfacher, wenn man dann ist es eigentlich mehr oder weniger egal, wie man levelt, wo man levelt, wann man levelt, weil die Leute einem zuschauen, ja, einfach weil sie einen mögen. Trotzdem hat man als Content Creator, wenn man halt auf Twitch, auf YouTube unterwegs ist und so weiter, immer irgendwie auch den Gedanken, dass man irgendwie auch den Leuten interessanten Content liefern möchte. Man möchte einfach auch
vielleicht auch dann mal so zu den ersten dazugehören, die dann in den neuen Dungeon reingehen und dass man den Leuten was zeigen kann. Das ist ja auch nicht immer so ein, wie so eine negative Absicht, die man damit hat, dass man schnell hochleveln möchte. Ist auch einfach, weiß nicht, man denkt auch einfach, dass es cool für die Leute ist und interessant. Und deswegen stehe ich auch weiterhin dazu. Es gibt schon Punkte, die da auch dafür sprechen, dass man so ein bisschen gerade am Anfang durch dich reinballern möchte. Man hat sich jahrelang auch auf das Spiel gefreut und man möchte den Leuten einfach auch coolen Content zeigen. Auf der anderen Seite darf es nicht darin enden, dass man dann irgendwie komplett geschlaucht ist irgendwie und gar nicht mehr klarkommt und krank wird und sich scheiße fühlt und keinen Bock mehr aufs Spiel hat. Und das ist halt auf jeden Fall auch klar. Also das ist einfach so eine gesunde Mischung irgendwie. Und am Anfang habe ich ein bisschen übertrieben. Auch mit der Levelgruppe und so weiter. Das war eine coole Geschichte, wirklich auch die Leute, die dabei waren, waren mega lustig, aber das war für mich persönlich ein bisschen zu hardcore, ein bisschen zu lang vielleicht. Und deswegen, ja, es ist einfach letztendlich, Leute, ja, wir brauchen euch auch nicht mal ewig drüber reden. Ist einfach ein bisschen blöde gelaufen, die ganze Geschichte. Die ganze Warteschlangen-Thematik hat das alles einfach nochmal verschärft. Ja, dadurch hatten die Leute einfach viel, viel weniger Bock und so weiter, haben sich dadurch irgendwie, haben dadurch auch weniger Bock aufs Spiel bekommen und so weiter. Und es war einfach mega blöde. Ja, auf jeden Fall, wir haben es überstanden, Leute. Viele sind mittlerweile von Lucifer weg, glaube ich. Wir sind auf Patchwork jetzt glücklich. Und ich wollte euch mit dem heutigen Video einfach nur nochmal ein Update geben über meine Situation. Wir müssen erklären, warum das so und so abgelaufen ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich konnte auch nicht einfach für mich entscheiden, wo ich bleibe. Ich wäre gerne auf Lucifer auch privat geblieben, weil da natürlich auch viele andere Streamer sind, mit denen man vielleicht auch mal was zusammen hätte machen können. Das geht jetzt nicht mehr. Weil es war einfach wichtiger, wir haben so viele Leute in der Community und es war einfach viel wichtiger, dass die Leute spielen können, dass wir mit unserer Community gemeinsam auf einem Server eine Heimat finden. Das ist jetzt einfach Patchwork geworden. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr habt auch alle euren Server gefunden mittlerweile. An die Leute, die immer noch auf Lucifer in der Warteschlange hängen, ich appelliere an euch, überlegt vielleicht nochmal zu wechseln. Es sind nur einige Tage. Ihr werdet, wenn ihr Liebhaber seid vom Spiel, das Spiel jahrelang spielen. Und ja, ihr trefft uns auf Patchwork. Unsere Community wird hier ihre Community-Events abhalten. Wir werden Duellturniere machen, World-PvP-Turniere und so weiter und so fort. Wenn ihr Interesse habt an einer coolen Gilde, an Dawn oder an Dusk, dann gerne mal auf unseren Discord kommen, ist unterm Video verlinkt. Und ja, Leute, ich wünsche euch wirklich eine richtig geile Zeit in WoW Classic. Versucht, die Release-Woche zu vergessen. Ich weiß, viele sind sauer, viele haben ihren Urlaub verloren oder halt also konnten ihn nicht ausnutzen, so eine Art. Wegen den Warteschlangen, aber Leute, gebt dem Spiel noch eine Chance. Man sollte viel, viel langfristiger denken. Und ich wünsche euch wirklich alle eine schöne Level-Erfahrung mittlerweile. Ja, levelt ganz entspannt hoch. Und wir sehen uns auf jeden Fall vielleicht in-game, wenn ihr auf Patchwork vorbeischauen möchtet. Und in dem Sinne, ich hoffe, ich habe euch ein kleines Update gegeben, was bei mir abging. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.